Topfgucker TV empfiehlt. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Restaurant Laurus. Ich befinde mich gerade in der Kochschule und mein Name ist Hanna Lehmann. Ich bin die Küchenchefin hier seit Mai 2019. Ich liebe es, frische Kräuter in meinen Gerichten zu verwenden. Und deswegen gehe ich jeden Tag durch unseren Kräutergarten und pflück uns ein paar schöne Sachen zusammen. Ja, wir haben hier unseren wilden Fenchel. Der ist ganz toll, weil der so ein leichtes Anisaroma hat und super zu Fischgerichten passt. Ja, und einfach eine schöne Leichtigkeit und Frische mit sich bringt. Und jetzt im Mitte März fangen die Kräuter langsam an zu sprießen. Und hier im Hochbeet habe ich ein kleines bisschen Vogelmiere, die ganz toll durch ihre Frische und ihr leichtes Erbsenaroma zu unserem Fischgericht passt. Ja, und die würde ich jetzt einfach pflücken. So, jetzt haben wir hier unsere Forellenfilets. Das ist einfach ein schöner heimischer Fisch, den wir sogar regional bekommen. Ja, man kann sonst auch einen Saibling benutzen, wenn man keine Forelle zur Hand hat. Genau, und den werde ich jetzt die Forelle werde ich jetzt kurz beizen. Einmal mit einer Prise Zucker und einer Prise Salz von jeder Seite. Im Idealfall zieht das Ganze ungefähr 2 Stunden ein. Dann nehmen wir uns ein bisschen Frischhaltefolie, um die Forellenfilets in Form zu bringen. Das sieht einfach hübscher auf dem Teller aus, ist aber zu Hause auch nicht zwingend notwendig. Da lege ich die 2 Filets übereinander. Und roll das relativ straff zusammen. Ich forme quasi einen Forellenbonbon. Und so darf das jetzt 2 Stunden ruhen. In der Zwischenzeit würde ich mich jetzt um den Rettich kümmern. Der Rettich hat jetzt auch im Frühjahrsaison hat eine leichte Schärfe, aber auch eine tolle Frische und Knackigkeit. Genau, der Rettich wird einmal rundherum geschält. Und dann mache ich 2 Sachen mit dem Rettich. Ich begradige einmal die eine Stelle. Ja, wenn die so schön dünn sind, dann sind die optimal. Können dann mariniert werden. Die dickeren Scheiben verwende ich direkt für mein Tartar. Also wir haben einmal dünne marinierte Schlaufen und einmal ein Rettich-Tartar, das dann in die Schlaufen gefüllt wird. Und da schneide ich jetzt feine Brunoises, also kleine Würfel runter und habe quasi meine 2 Schnittformen, einmal die Schlaufen und einmal die Brunoises. Beides wird gewürzt, auch wieder ganz simpel wie bei uns allgemein. Wir wollen, dass das Produkt im Vordergrund steht und nicht ein anderes Gewürz den Eigengeschmack zu sehr übertüncht. Deswegen gibt es jeweils wieder eine kleine Prise Zucker. Das mildert die Schärfe und eine Prise Salz, ja, für die herzhafte Note. Dann von einer unbehandelten Zitrone den Abrieb. Und auch etwas vom Saft. Genau, und dann marinieren wir das Ganze. Beim Rettich merkt man auch schnell, dass er dann ein kleines bisschen weicher wird und sich besser biegen lässt. Das ganze Prinzip funktioniert auch toll mit einem Kohlrabi ganz so aufgehobelt oder einem Fenchel. Einfach eine Prise Salz, eine Prise Zucker, ein kleines bisschen Zitronenabrieb und Zitronensaft. Ja, und dann gibt es einen schönen frischen Salat. Zu unserem Rettich-Tartar kommt ein kleines bisschen Schmand. Das bringt nochmal so eine schöne Cremigkeit, aber auch die Fettkomponente in das Gericht. Und mit dem Tartar werden wir dann unsere Rettichröllchen befüllen. Für die Röllchen nehmen wir jetzt unseren Rettich, lassen ein kleines bisschen Platz, rollen das einmal auf und halbieren das Ganze. Bei uns im Restaurant nehmen wir 3 Rollen pro Teller, aber zu Hause kann man natürlich die Portionsgröße frei wählen. Und diese Röllchen füllen wir jetzt mit dem Tartar. Das ist unsere Rollenform Nummer 1. Für die zweite Form schneiden wir den Rettich in 3 dünnere Streifen und rollen die quasi wie so eine Schnecke auf. So, das können wir dann schon auf unseren Teller packen. So,
Wir werden ein bisschen einen Halbkreis. Dann kommt noch etwas von unserem Rettich-Tatar dazwischen. Und bei uns im Restaurant haben wir noch ein Gel aus Petersilie, das auch nochmal die Kräuternote mitbringt. Und schön grüne Farbtupfer. Und eine Zitronencreme, die wir aus ganzen Zitronen kochen, die natürlich nochmal das Zitrusaroma verstärkt. Daran kommen unsere frischen Wildkräuter. Das ist jetzt unsere Vogelmiere. Die hat so einen leichten Erbsengeschmack, eine ganz leichte Süße. Und dann von unserem wilden Fenchel aus dem Garten. Ja, Fenchel und Fisch passt eigentlich immer zusammen. So, dann fehlt nur noch unsere Forelle. Ich schneide die Folie an beiden Enden ab und wickel den Fisch vorsichtig aus, damit die Form erhalten bleibt. Das ist jetzt ein kleines bisschen zu viel für eine Portion, deswegen schneide ich das noch ein bisschen zu. Und diese gebeizte Forelle brennen wir jetzt, also flammen wir ab mit unserem Bunsenbrenner, damit nochmal Röstaromen hinzukommen und der Fisch ganz leicht auch durch Wärme gart, nicht nur durch das Beizen. Und die Forelle kommt jetzt hier auf den Teller. Wer möchte, könnte das Ganze noch mit ein kleines bisschen Forellenkaviar verfeinern. Das passt auch sehr gut dazu. Ja, das ist jetzt bei uns eine kleine leichte Vorspeise für unsere Frühlingskarte. Wer da Appetit bekommen hat, darf natürlich gerne jederzeit vorbeikommen. Kocht es auch gerne zu Hause nach und zeigt uns eure Bilder. Wir wünschen uns natürlich, dass Sie uns in Hartmannsdorf besuchen kommen. Ja, und viel Freude beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de